der Zirkus in Flammen stand. Als der Zirkus in Flammen stand, sah ich selbst in aller Ruhe aus der Ferne das Getue. Als der Zirkus in Flammen stand, eine Löwin war fast verbrannt, weil sie nicht mehr den Ausgang fand. Doch die meisten dieser Biester sprangen brüllend durchs Geknister, als der Zirkus in Flammen stand. Die Menschen kreischten lauter als die Affen. 14 Tiger rannten in die Stadt. In den Drähten hingen zwei Giraffen und 28 Kinder traf am Blatt. Ja, als der Zirkus in Flammen stand, ist auch ein Vogelstrauß verbrannt. Denn die gute Vogel tauchte in den Hinterteil und raubte seinen Kopf standhaft in den Sandtor. Selten haben wir so etwas gesehen. Selten haben wir alle so gelacht. Denn aus Dingen, die hier sonst geschehen, haben wir uns ja nie so viel gemacht. Die paar Morde, die bei uns passieren, die sind stets ohne Leidenschaft und Fahrt. Die kann man ja höchstens ignorieren, wie den Mann im Mädchenpensionat. Keiner spricht halt mehr vom Lehrer Harald, der ein Kind erwürgte und entfloh. Denn das Kind war höchstens 7 Jahre alt. In dem Alter merkt man es noch nicht so. Keiner spricht vom Sohn des Mediziners, der die Apothekerin erstach. Dann an Ort und Stelle ihr Strychnin aß und sich noch die Halsschlagader brach. Selbst als unsere Blindenanstalt brannte, dauerte die Heiterkeit nicht lang, weil kein Mensch verbrannte, den man kannte, und nicht einer aus dem Fenster sprang. Alle Blinden blieben in den Betten und benahmen sich dort sehr geschickt. Und man konnte schließlich alle retten. Nur ein Feuerwehrmann, der ist erstickt. Nimmt es da noch irgendjemand Wunder, dass man unsere schöne Stadt verflucht, dass man weg will von dem ganzen Plunder und sie sein Vergnügen einfach sucht? Als der Zirkus in Flammen stand, als der Zirkus in Flammen stand, sprangen brennende Artisten auf die Rücken der Touristen, denn sie hatten kein Netz gespannt. Auch verbrannte ein Elefant, der aus Dummheit ganz still dort stand. Ohne Laut ging er zugrunde und er brannte eine Stunde, als der Zirkus in Flammen stand. Dann ging man den Herrn Direktor suchen, der war gerade verreist an diesem Tag, um den Zirkus anderswo zu buchen. Als er es hörte, bumm, traf ihn der Schlag. Ja, als der Zirkus in Flammen stand, war nicht Wasser genug zur Hand. In zwei lächerlichen Teichen lagen Leichen über Leichen, ein paar halbe Jaguare und verkohlte Dromedare. Zwischen stöhnenden Dompteur und verwunderten Jongleur, die Tribünen sind zersplittert und die Erde hat gezittert und vom Himmel fielen die Funken und das Ganze hat gestunken. Ja, die Stadt war außer Rand und Band, als der Zirkus.